Hallo Freunde, willkommen zurück zu den Zimmermannsarbeiten und hoffentlich auch Dachdeckerarbeiten in No One Survived. Welcome back. Ich habe mir erlaubt, die Nacht vergehen zu lassen. Es ist 9:20 Uhr. Ich habe schon ein bisschen was getrunken und auch ein bisschen was gegessen. Und ihr seht hier auch schon relativ viel Holz in meinem Inventar. Ich habe außerdem hier schon mal ein paar Planken vorbereitet. Und ihr seht, das Ding ist komplett voll. Sehr gut. Das heißt, ich kann hier jetzt schon mal wieder ein bisschen Holz verteilen. Ich musste da aber hoch. Und ich habe so eine Überlegung, ob ich mir nicht hier Bauhammer in die Hand, ob ich da nicht so eine kleine Dachterrasse draufsetze. Das wäre doch auch noch eine Überlegung, oder? So, wenn ich den. Nee, das geht da nicht. Warum geht das nicht? Ich würde da nämlich gerne so eine Art Balkon hinbauen. Aber das geht dann nur, wenn wieder hier unten noch eine Strebe ist, ne? Weil die kann man hier ransetzen. Der ist dann halt falsch rumgedreht. Wenn ich es daran setze, dann passt das alles nicht mehr zusammen. Von der Länge her. Oder? Warum ist denn der so versetzt? Warte mal, den reiße ich mal kurz ab. Der muss andersrum gesetzt werden. Dann müsste es eigentlich hinkommen. Moment, ich muss was kaputt machen. So, der weg. Flanken gab es nicht zurück. Nein, hätte mich jetzt auch gewundert. So. Neuer Versuch. Das geht. Das geht. Ja, guck an. Dann kommt da nämlich so ein kleiner Balkon hin. Achso, jetzt komme ich aber nicht mehr rüber. Haha, nein, sowas Doofes. Habe ich hier habe ich, glaube ich, keinen Platz drin. Habe ich hier ein bisschen Platz drin, dass ich nur so ein paar hier mal kurz loswerde. Ah, das reicht ja vielleicht schon. Äste? Ich habe auch keine Äste. Kriege ich Äste unter? Ja, wunderbar. Oh, nee. Oder auch nicht. Ungünstig. Blöd, blöd. Moment, ich packe mal eben kurz die Planken da jetzt rein. Zack. Und die auch schon mal da rein. Dann nehmen wir die mit. Zack. 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 Dödöd. Gut. Dödöd heißt, das war wohl nix. 1, 2, 3, 4. Zack. Zack, zack, zack. Oder auch nicht. Erstmal den. So, wie viel fehlen hier? Ah, jetzt fehlen noch vier. Okay, gut. Dann kann ich hier wieder neue Planken machen. 1, 2, 3, 4, 5. Die kann ja schon mal in Gang gesetzt werden. Und dann kann ich mir jetzt hier. Ich glaube, 7 kriege ich mit. Jawohl. Bisschen was mitnehmen. Und jetzt ist meine Überlegung. Ups, Bauhammer. Was haben wir denn hier so? Sowas hier. Ah. Das ist aber. Ich hätte das halt gerne, aber das passt nicht. Warum muss die denn nach, ich möchte die nicht nach unten, die soll nach oben, die soll daran. Muss ich den erst bauen dafür? Ja, komm, wir bauen den jetzt.
Den da. Der andere ist schon. Sehr gut. Den da. So. Ah. Das geht da nicht ran. Das ist ja doof. Ich hatte gehofft, dass ich die da ranbekomme. Andersrum, bitte. Das will nicht. Warum nicht? Und wenn ich mich hier aber draufstelle... Ich kann mich nicht draufstellen, ich kann nur drüber klettern. Wenn ich... Oh! Oh, jetzt stehe ich doch drauf. Sehr, oh, nicht nach da, da falle ich runter. Dann halt anders. So, und hier würde dann eine Dachterrasse drauf sollen. Ich weiß nicht, ob das wasserdicht ist. Tatsächlich. Und würde dann... Das gehen? Das passt nicht. So. So meine Überlegung. Das machen wir. Das machen wir. Wir probieren das einfach. Was brauchen wir denn hier für 8 Baumstämme? Nur für die Treppe. Soll ich die vielleicht aus Stein bauen? Ja, aber ich mache das jetzt mal eben. 2 habe ich noch hier. Die kann ich da schon mal reinsemmeln. Keine tragende Struktur? Was? Wie? Ach, guck mal, die guckt da unten raus, die Treppe. Das geht doch nicht. Aber er hat die doch da gesetzt. Oh. Ach. Komm. Das Bausystem macht mich ein bisschen... Nack. Aber ich kann auch, glaube ich, einfach über die Dachfläche laufen, oder? Wenn ich da eine Dachfläche drauf mache, stattdessen. Das sieht vielleicht komisch aus, aber wenn wir da jetzt andersrum. Andersrum, bitte. Ja, so. Wenn wir die da draufsetzen, dann habe ich einen Höhenunterschied. Nimm das mal wieder weg. Und das auch. Kann man das da oben ransetzen? Nee, es geht nur an die Balken. Mhm. Ja, dann ist das so. Oh, aber die sind gar nicht... Waren die nicht eben noch verbunden? Aha. Okay, 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 okay. Sprich, ich bräuchte hier... Nein! Nicht runterfallen. Herrje. Sehe ich doch gar nicht, wo ich langlaufen muss. So. Ja, okay. Das gleiche dann hier hinten. Schön.
Stehe ich wahrscheinlich im Weg. Jo. Nee, der soll da unten hin. Ja. Da und einen davor, bitte. Kriegen wir das hin? Nein, kriegen wir nicht hin. Mach das halt weg. So. Habe tatsächlich mal ein Praktikum als Zimmermann gemacht, ne? In der 9. Klasse. Merkt man sicherlich. So. Und dann jetzt den langen. Einen da. Oh. Ja! Sauber! So machen wir das. So machen wir das. Oh oh. Oh nein, ich hätte die schon auffüllen können hier. Naja, gut, okay. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen Holzstämme verteilen. Hm. Hä? Nee, mitnehmen sollst du. Ach, ist doch. Sag doch einfach, dass kein Platz mehr ist und dann ist gut. Herrje. So, vorsichtig hier rüber. Holzsäule. Check. Holzsäule. Check. Das haben wir schon alles. Den Querbalken haben wir da noch nicht. Da komme ich von hier jetzt aber auch nicht mehr ran. Ha! Prickelnd. Aber die können ja erstmal wieder weg. Ich weiß ja, wo die hin sollen. So. Nee, gar nicht. Kannst auch die hier nehmen. Wie viel habe ich noch? Reicht. Was, wieso? Sollst, genau, den sollst du erstmal setzen. Na gut, wenn die Pflanzenfasern jetzt schon in dem Dach drin sind, okay, meinetwegen. So. Den hier erstmal wieder weg. Den Platzhalter. Es wird den Platzhalter weg. Danke. Na gut, ich muss ja eh neue Baumstämme dazu holen. Einen kriege ich noch. Sehr gut. Entferne das bitte. Und fülle das auf. Man kommt doch auf so ein Auto drauf. Man muss nur wissen, wie. Grandios. Komme ich da ran? Sehr schön. Wie viel noch? 4. Ah, da hinten ist aber noch nicht verknüpft. Okay, den habe ich. Die Säule habe ich, das habe ich, den habe ich. Den habe ich. Also müssen jetzt die beiden, dann die. Und dann noch die beiden hier. Ich habe noch 4 Holz, das heißt, den machen wir schon mal. 1, 2, 3, 4. Komm, nimm sie alle mit, so viel geht. Komme ich aber halt nicht mehr dran. Spring doch auf das Auto. Den. Dann ist hier hinten alles ready. Jetzt muss ich nach da vorne. Kurz überlegen. Ne, hier habe ich was anderes vor. Doch, hier müssen aber auch noch 2 hin.
Nee, es war schon gut. Was ist mir denn da? Ja, genau, da noch ein. So, jetzt habe ich nur noch einen Baumstamm. Kann ich den da schon rein donnern? Nee. Ja, dann klettern wir einmal da hinten rüber. Und packen den da rein. Und dann muss ich tatsächlich schon wieder neues Holz holen. Das ist ja krass. Zwei habe ich noch da, aber okay. Wie sieht es mit den Planken aus hier? Die sind ready. So, wo habe ich noch Planken zwischengelagert? Ich glaube hier, ne? Oder waren es... Ach nee, es waren Holzstämme. Dann haben wir hier noch zwei. Ja, es sind halt genau vier. Es kommt auch nicht hin. Hab ich irgendwo noch was reingeworfen? Ich glaube nicht. Ansonsten... Gut. Dann müssen wir jetzt doch noch mal los Holz holen. Habe ich Äste dabei? Nein, keine Äste und keine... Steine, aber die Axt ist ja noch einigermaßen intakt. Da liegt ein Steinchen, den schnappe ich mir kurz. Eins. Tja, dadurch, dass ich die hier alle so weggesammelt habe. Da ist noch einer. Zwei und da ist der Ast, den ich für die Axt benötigen würde. Ich hau nicht die Bäume hier vorne direkt weg. So ein bisschen habe ich auch gerne noch hinterm Haus mit Holz. Mist, irgendwo lag, glaube ich, sogar noch was rum. Wo hatte ich denn Holz geschlagen? Ich glaube, ich habe nicht alles mitbekommen. Hier! Ha! Sehr gut. Die nochmal eben einsammeln. So. Oh oh. Nicht auf mich. Kriegen wir auch hin. Ah, guck mal, da war wieder so ein lecker Bienennest dabei. Durch das Bienennest kriege ich jetzt diesen einen Stamm nicht mit. Dein Ernst? Wie kann ich das anders platzieren? Ja, das will ich natürlich auch nicht hier lassen, ne? Kriegt man jetzt auch nicht so häufig. Das finde ich nie wieder. Ja gut, dann bleibt das Bienennest da jetzt liegen. Oh, guck mal, hier sind auch noch. Okay, das muss ich mir grob merken. Das kann ich mir niemals merken. So, da sind drei Bäumchen und dann da in der Mitte, okay. Da finde ich bestimmt nicht wieder hin. So, wir brauchen 4, 8, 9 Balken.
Dann müssten wir das Grundkonstrukt eigentlich ready haben. Wow. Böser Leck. Ah, guck mal, wie eine Gemse im Gebirge, überhaupt kein Problem. So, die zwei schon mal reinwerfen. Kleine Judo-Rolle hinten dran. Ich glaube, zwei haben jetzt noch gefehlt, zwei Stämme, ne? Ich komme aber auch nicht von dieser Treppe aus hin. Das ist echt doof. Naja. So, ich versuche mal eben die anderen Holzstücke da hinten noch eben wegzuholen. Ich glaube, da war das. Ja, ich erkenne die drei Bäume wieder. Da sind sie. Eins, zwei. Ah, es waren nur zwei. Und irgendwo hier lag eigentlich so ein Bienennest. Kann ich mich so bewegen und das dann finden? Oder ist das jetzt... Da ist es. Das nehmen wir noch mit. So, ja, ich sehe es gerade oben. Ich habe Malaria. Ich habe sauberes Wasser getrunken und habe natürlich wieder Malaria bekommen. Oh, ich muss mal kurz mein OBS nach vorne ziehen. Das ist irgendwie verschütt gegangen. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So. Na? Das wird doch. Cool. Ich jemanden gehört? Habe ich mich getäuscht? Ach, so viel brauchte ich doch gar nicht. Ich brauchte ja nur zwei. Tschack! Tada! Perfekt. So, weiter im Text. Jetzt brauchen wir hier die. Kannst du auch da oben drauf bleiben? Möglicherweise? Nein? Schade. So. Da hinten, der ist schon gesetzt. Was brauchen wir, um das aufzufüllen? Planken und Holzstöcke als nächstes. Gut. Das muss ich da hinten ja auch noch machen. Oh, 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 oh. Schön auf Spur bleiben. Gut, dass ich doch noch Baumstämme mitgenommen habe. Ach, nicht wegpacken. Weil hier müssen doch noch zwei von den kleinen Balken zwischen. Sonst kommt das ja gar nicht hin. Eins und zwei. Den da haben wir schon gesetzt. Okay. Und den dahin. Jawohl, dann kommt das hin. Muss ich hier jetzt welche längs ziehen zur Sicherung? Oh, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie ich das auf eine Höhe kriege, indem ich da noch... Obwohl, nee, das muss nicht. Das muss, glaube ich, nicht. So, erstmal auffüllen jetzt hier.
Holzsäule und Holzsäule. Ha! Sehr gut. Das Bienennest mal eben wegpacken. Werden immer mehr. Und Planken holen. Na, eine Runde geht noch, oder? Ja, eine zu viel, aber so. Was brauchte ich noch? Äste, ne? Kriege ich noch mehr davon mit? Nein. Hier fehlten auch noch Planken. Zack. So, dann ist der Balkon schon mal ready. Dann starte ich da durch. Zack. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Ah, mehr geht nicht. Jetzt muss ich wieder nachholen. Okay. Gut. Hättest da ruhig runterspringen dürfen. Sind die schon neue drin? Nee, okay. Holzplanken bauen. Ah. Sacrebleu. Was? Wegen der Äste. Pack die mal eben kurz weg. Und zwei Planken, die hier noch im Weg sind. 1, 2, 3, 4, 5. Brauche ich die alle um? Ja, ich werde viele Planken brauchen. Ah, Mist, der geht nicht mehr rein. Okay, na gut. So, wie viele haben wir denn hier noch? Da habe ich nur fünf. Gut, dann kann ich zumindest den hier schon mal... Jetzt habe ich die Holzstöcke alle rausgepackt. Ach... Irgendwas ist ja immer, ne? 23.30 Uhr, dann mache ich mal ein Schläfchen. Oh, machen wir mal 6 Stunden. Danach müssen wir dringend trinken. Aber es wird, oder? Dafür, dass ich mich anfangs doch sehr doof angestellt habe. Wird es so langsam? Ich glaube, das kann ganz cool aussehen am Ende. Irgendwie keine Lust, mir schon wieder Magentabletten reinzupfeifen wegen dem neuen Malaria. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sich gesundheitlich groß etwas verändert, wo ich sagen würde, oh, das ist aber bedenklich. Schmeckt am besten warm. Haben wir auch irgendwas, was kalt geht? Seien Sie immer gut versorgt. Ja, komm, einfach mal eben hier sowas reinhauen.
Ah, ich glaube, das reicht. So, wenn ich jetzt trinke, kriege ich sowieso wieder Malaria. Also. Wobei, wir nehmen mal aus der Flasche jetzt. Weil ich möchte wissen, ob ich umfüllen kann. Wird das Wasser irgendwann schlecht in den Flaschen oder woran liegt es, dass ich von sauberem Wasser Malaria bekomme? Schreibt mir das gern mal, wenn ihr das wisst. Ich bin sehr verwundert. Ach, Kätzchen, was ist los? So, Katze will mitspielen. So, Kohlenhydrate sieht noch nicht gut aus. Wie kriege ich die hoch? Überall ist Protein drin, aber Kohlenhydrate nicht. Kekse. Ich bin auch ziemlich dreckig. Ich brauch so eine Dusche. Ich brauche eine Dusche. So, jetzt dürften aber eigentlich auch wieder hier. Jawoll! So muss das aussehen. Die lagere ich aber mal kurz zwischen, damit ich die dann schon ansetzen kann. Hat sich richtig gelohnt. Die auch noch daraus. 5, 6, 7. Achso, man sollte die Baumstämme da auch reinlegen. Dann klappt das auch. Herstellen. Eins, zwei, drei. Hier, wie viel haben wir denn da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Äste fürs Erste. Ich glaube, ich lege die Munition mal raus. Dann habe ich ein bisschen mehr Raum. Und jetzt nehme ich so viel mit, wie geht, wa? Oder werde ich zu schwer? Nee. Boah, ich kriege die fast alle mit. Nicht ganz. Puh, aber ich werde gleich schon wieder los müssen und Holz holen. So wie das ausschaut. Hier will ich ja so ein Dach hin haben. Das heißt, ich muss doch so eine Schräge setzen, glaube ich, oder? Also ich sollte theoretisch. Da aber nicht unbedingt. Oder ist dann die Plattform höher? Ist ein Testwert. Wenn ich da jetzt eine Plattform hinsetzen würde. Ah, goddammit! Wäre die höher oder gleich hoch? Nee, gleich hoch. Okay. What? The heck. Das tat wohl weh. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja, da muss auch noch eins zwischen. Okay. Nee,
dahin. Ja, so. Nicht, dass mir das irgendwann dann zusammenbricht, ne? Immerhin komme ich da jetzt mal so ran. Wäre ich wenigstens aufs Auto gefallen, hätte ich das von hier aus jetzt auffüllen können. Aber nein. Muss ja daneben fallen. Ups. Sind hier schon neue Planken fertig, die ich mitnehmen könnte? Oh Gott. Wenn man den Bauhammer in der Hand hat, dass man da nicht reinkommt, das ist tatsächlich, weiß ich auch nicht. So, nicht wieder runtersausen. Den hier einmal, um das wegzumachen. Das auch. Das auch. So. Wenn ich hier runterrausche, ist Bein gebrochen oder so. Weg! Komm! Den und den. Schön vorsichtig. Jawohl! Leute, das wird gut. Das wird cool. Aber ich brauche gleich Holz. Kleinen Blick riskieren. Yes. Nice. Okay. Geht in die absolut richtige Richtung hier. Sehr schön. Dach. Kann ich das von hier zumindest auffüllen? Auch nicht. Grandios. Das ist ja spektakulär. Und jetzt fängt das voll an zu schiffen. So, erstmal den Part machen. Jetzt brauche ich ganz viel von dem. Keine Ahnung, wie viel. 4 Planken und jeweils 10 Fasern. Und ich kann da drauf rumlaufen. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Oh, was fehlt? Planken. Ich brauche neues Holz. Werde ich hier drunter eigentlich nass? Nee, auch das ist als Dach geeignet. Gut zu wissen. Na? Das wird gut, das wird gut. Ich habe Äste und ich habe 2 Steine für eine neue Axt. Sehr gut. Dann gehe ich da hinten mal ein bisschen wildern. Ja, Katerchen, machst du gemütlich.
liegt auf mir rum. Ja, vielleicht wird die Folge ein bisschen länger. Ich will jetzt natürlich nicht aufhören hier. Na, komm, komm. Ach, Mist. Ich hätte die schon gekriegt hier. Ich hätte die schon in den Wagen legen können. Und Axt kaputt. Neue Axt. Überhaupt kein Problem. Ja, fall genauso auf den Haufen. Das finde ich gut. Kann ich das nämlich ganz komfortabel hier aufnehmen. Einer würde noch gehen. Ich werde den eh brauchen. Brauche ich den Baum dann schon um? Ja, komm, wenn ich schon hier bin. Ich werde eh noch mehr Holz brauchen. Lass den Stumpf mal stehen, damit ich das besser wiederfinde. Und der hier, den werden wir auch schon umlegen. So. Das holen wir uns gleich ab. Ja, cool. Das sieht doch schon ganz nice aus. Ah, da gehen noch zwei rein. Ich brauche jetzt Planken ohne Ende. Flanken laufen. So, den Rest abholen. Das läuft doch richtig gut. Wo sind die Baumstümpfe? Oh, die sind verschwunden. Das heißt, mir wurde ein Baumstamm gemopst, quasi. Das ist ja doof. Ah ne, hier steht er. Okay. Wird das irgendwann von selber zu Holz? Beziehungsweise zu einem Baumstamm, so. Das Holz ist es ja klar. Ah, haben wir noch mehr? Nee, 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 okay. Dann dünnen wir hier noch einen aus. Zwei kriege ich noch unter. Da ist noch ein kleiner. Der hat hier die ganze Zeit die Kleinen getroffen. Was ist das denn? Bleibt der so stehen, ja? Ja, und dann kriege ich auch doch keinen mehr unter. Gut. Dip, 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 dip.
Hier wollte ich die reinpacken. Wenn du den dahin packen würdest. Je voll. Gut. Aber das ist okay, weil mir ist gerade im Vorbeilaufen noch was aufgefallen. Und zwar, wenn ich das da drauf setzen will, so, brauche ich da ja auch noch einen Balken. Das muss wohl der sein. Gut, dann muss ich das von der anderen Seite anfangen. Aber das wird auch noch mal Baumstämme kosten, die ich ja zufällig gerade da habe. Ne, da muss keiner hin. Das ist Quatsch. Da muss einer hin. Ja. So. Und zufällig habe ich gerade vier Baumstämme dabei. Mich dann da noch vorbei, ohne runterzufallen? Man weiß es nicht. Ja, okay, cool. Das da hinten könnte nur kritisch werden. Boah, also nehme ich den vorderen mal eben weg. Fülle den auf. Und dann kommst du da wieder hin. Genau da dran, bitte. Yep. Schön. Und wenn wir es jetzt richtig machen wollen, dann brauchen wir eigentlich auch noch. Wow. Oh, oh, das war knapp. Die beiden. Und das sind nochmal richtig viele Baumstämme. Acht. Das soll ja auch vernünftig sein, ne? Ne, ich muss die entnehmen. Ach, das geht ja nicht, wenn ich einen Bauhammer mit mir trage. Also ich kriege Maximum eh nur 7 mit. Deswegen hätte ich so oder so ein zweites Mal laufen müssen. Ich glaube, das wird gut. Nice. Das hier fällt mir. So, da muss der eigentlich. Muss einer ran. Da muss einer ran.
Sitze ich den jetzt schon hier? Ja, ich mach's mal. Und da. So, was kosten die? 6 Planken, ein Holzstock. Jetzt einige fertig sein. Perfekt. Ja, das wird heute eine Folge mit Überlänge. Da komme ich nicht ran. Ist unglaublich. Das ist was Blödes. Nein! Oh, oh, oh. Komm doch. Ach, hör doch auf. Ah, das Dachgerüst will mich fallen sehen. Ich soll hier runterstürzen. Vielleicht fange ich jetzt erstmal an, von da hinten nach hier vorne das Dach zu setzen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Dach. Ja. Ah, so, safe. Perfekt. So habe ich es mir vorgestellt. Nein, was fehlt? Planken fehlen. Schon wieder Planken. Oh, zu tief gefallen. Eieieiei. Wie geht's mir? Geht so gut. Gut, dass ich sehr viel Medizin eingesammelt habe. Das ist überhaupt kein Problem. Guck mal, da kann ich mich ja mit Tod schmeißen hier. Mit den Medipacks. Tüt. Voll. Schlückchen Wasser. Eine Planke nur noch drin, okay. Da müssen wir wieder nachlegen. War nicht so schlau. Ich muss erst die Planken rausnehmen gleich. Oder? Oh. Oh, ich hasse es. Das ist super nervig. Wenn man nicht aufpasst und nicht angeklickt hat, dass man Planken produzieren will, baut man diese dämlichen Bauhämmer. Kostet einen Baumstamm. Jetzt habe ich schlechte Laune. Das war unnötig. Hoffentlich verschwinden die ganz, ganz schnell hier. Wir kommen hier.
sonst irgendwo außer Sichtweite. So, der kommt auch weg. Ich nehme so einen neuen. Ist ja nicht so, dass ich schon welche in der Kiste parat habe. Ist mir nicht das erste Mal passiert. Uhrzeit 16.23 Uhr. Eigentlich könnte ich auch wieder ein paar Barren machen. Ich glaube, ich habe kaum welche, oder? Naja, 3, 3, 4. Komm, wir machen mal so ein paar. Einhauen und davon machst du noch mal ja, vier. Ziegeln könnte ich auch ein paar mehr machen. Oh, viel Stein. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sagt er. Dann kann ich vielleicht auch noch mal was mit Ziegeln hier in Angriff nehmen. Vielleicht mache ich so Ziegelwände dann drumherum, statt Holzwände. So, ich habe die da nicht reingelegt. Schlaumeier. Eins, zwei, drei kriege ich noch unter. Nur nicht in meinem Inventar. Na gut, dann kriege ich den letzten auch noch unter. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danke. Ah, schön. Jetzt ist alles in Gang hier. Wunderbar. Dann machen wir kurz den hier ready. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Den, die Bauhammer, da komme ich nicht mehr ran, okay. Schön. Gut, dass das Auto da steht. Oha. Nein. Nicht schon wieder. Schmeiß euch mal zu den anderen. Ich weine gleich. Das ist so ätzend. Super nervig. So, immerhin ist das ready.
So, wie sieht's denn aus? Jetzt wird's schon dunkel. Aber sieht schon ganz cool aus, oder? Es wird, Freunde. Hätte ich nicht wieder versehentlich Bauhämmer gebaut, hätte ich es jetzt noch fertig machen können. Aber ich glaube, bei einer Stunde kann man dann doch mal stoppen, oder? Soll ich noch weitermachen? Ich muss jetzt halt erstmal wieder Holz holen. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, wir machen jetzt Cut. Ich gehe einmal ganz laut schreien. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann kriegen wir das Dach aber auch fertig. Und dann kann ich mir auch schon mal Gedanken hier für die Wände machen. So, was will ich da drin haben? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die Konstruktion auch. Ich bin gerade echt angetan davon. Finde ich sehr cool. Ich überlege, ob man das noch weiter rausziehen sollte hier. Ob das funktioniert oder ob das Sinn macht. Vielleicht eine Überlegung wert. Mal schauen. Also, ich glaube, dass jetzt kriegt hier die Staffel mit Bauen und Entdecken auch endlich den Sinn, den sie eigentlich haben soll. Sehr cool. Gut. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, natürlich gerne ein Abo. Und schreibt mir natürlich auch gerne. Würde ich mich auch drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.